Am Donnerstag beschäftigte sich die FPÖ mit dem Thema EU reformieren, reduzieren oder gleich ganz raus. Mit dabei waren der EU-Spitzenkandidat der FPÖ Harald Wilimski, aber auch der deutsche Spitzenkandidat der AfD Maximilian Krah. Herr Christian Hafenegger eröffnete den Abend und lobte da gleich zu Eingangs nochmal die Aschermittwochsrede von Parteichef Herbert Kickl und teilte ordentlich gegen Andreas Babler aus. Aber auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser bekam einen Seitenhieb, die wolle nämlich einen totalitären Staat. Hafenegger sieht den Kampf um die Demokratie eröffnet. Das Establishment fürchte sich vor der Demokratie. Die EU sieht als Politeinheitsfront, die Anschläge auf Bürger und Bürgerinnen verübe. In Brüssel würde über Themen so lange abgestimmt, bis die Entscheidung stimme. Die geplante Friedensunion sei längst eine Deindustrialisierungsunion geworden. Die EU mischt sich zu viel ein in Themen wie Bildung und Klima, aber auch in das Top-Thema der FPÖ, Asyl. Hafenegger bringt die Migrationsrate hier in direkte Verbindung mit der Kriminalitätsrate. Außerdem sieht er die Neutralität als gefährdet. Auch warnt er davor, dass man sich auf direktem Weg dazu befände, dass Bargeld abgeschafft wird. Als Beispiel dafür nannte er, dass der 500-Euro-Schein bereits nicht mehr existiere. Ja, Fazit des Abends: Die FPÖ will mehr hin zu nationalen Entscheidungen und weniger zu solchen, die in Brüssel getroffen werden. Man muss die Neutralität stärken und solle sich national verteidigungsfähig machen. Sky-Schild lehnt man ab. Außerdem ruft man für sofortige Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auf.